In diesem Video schnell gezeigt, wie man die Software Load vom Hersteller Candysoft auf seinem Windows-PC installiert. Dazu surft man die Webseite candysoft.com an. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Klickt hier auf Downloads und findet dann die aktuelle Version von Load. Hier klicken wir dann auf den Download direkt drauf. Man wird dann umgeleitet zu einer uploaded.net-Seite. Hier wählen wir dann aus Free Download, außer natürlich ihr habt einen Premium Account, wovon ich mal nicht ausgehe, aber wenn bisher was ihr zu klicken habt. Wenn ihr keinen Adblocker benutzt, dann kann es gut sein, dass Werbung aufpoppt, die könnt ihr gerade schließen. So, wenn der Countdown dann abgelaufen ist, werden wir zur Eingabe eines Captures aufgefordert, in dem Fall nicht. Weil alle Download-Slots belegt sind, da müssen wir dann entweder warten oder einfach mal neu laden. Und hier nochmal Free Download auswählen. Haben dann wieder eine Wartezeit von 30 Sekunden. Jetzt werden wir zur Eingabe eines Captures aufgefordert. Klicken dann hier auf Download. Und links unten hier beim Chrome oder Iron sehen wir dann, dass der Download startet. Dauert 3 Minuten, die schneide ich natürlich raus. Wenn der Download dann abgeschlossen ist, einfach das Archiv öffnen. Das Programm muss nicht installiert werden, es handelt sich um eine portable Version, das heißt, es muss nur entpackt werden und kann dann direkt gestartet werden. Dazu gehe ich aufs Desktop. Das ist hier meine alte Installation, die kann ich direkt löschen. Jetzt öffnet sich WinRAR und ich kann jetzt einfach diesen Ordner hier auf meinen Desktop ziehen oder auch sonst wohin. So, der Ordner ist entpackt. Ich würde euch empfehlen, den umzubenennen, zum Beispiel nur in Load, weil die Versionsnummer, die stimmt ja spätestens nach dem Update dann nicht mehr. WinRAR kann man schließen, das Archiv kann man dann auch löschen, das können wir gleich machen. So, hier kann ich dann einfach klicken, den Ordner anzeigen. Dann öffnet sich der Ordner, in den ich es heruntergeladen habe. Und aus diesem kann ich es dann direkt rauslöschen. Das wird zum Ausführen des Programms nicht mehr benötigt. Kann ich markieren und mit Entfernen in den Papierkorb verschieben. Jetzt gehen wir zurück aufs Desktop, wo der Load-Ordner ist. Den öffne ich mit dem Doppelklick und für Load.exe aus. Wer jetzt diese Load.exe direkt auf dem Desktop liegen haben möchte oder in irgendein Menü, also zum Beispiel ins Startmenü integrieren möchte, soll nicht dieses Symbol hier herausziehen, sondern eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellen. Die erste Aktion, was das Programm jetzt macht, ist, dass es nach Updates sucht und sich vor dem ersten Start dann aktualisiert. So, das bestätige ich mit Ja. Die Updates sollen heruntergeladen werden. Hier kann ich jetzt einfach abwarten, der Candysoft Update führt sich wahrscheinlich selbstständig aus, wenn nicht, hier einfach auf Update klicken. Wenn dann diese Meldung erscheint, Updates were downloaded successfully, kann einfach mit einem Klick auf Run Load das Programm endgültig ausgeführt werden. Wenn jetzt die Meldung vom Windows Firewall kommt, soll es natürlich nicht mehr geblockt werden. Load soll ja die Verbindung ins Internet aufnehmen können. Und ja, jetzt ist das Programm gestartet und kann verwendet werden.